Ja, moin moin und herzlich willkommen zurück zu Inside, wo wir hier vorne aus unserer trauten Sicherheitskapsel aussteigen müssen. Einmal den Knopf drücken und dann einmal hochschwimmen und wieder rein in den Bums. Zack dich, denn wir müssen das Ding einmal nach rechts befördern. Und wir haben ja in der letzten Folge irgend so ein Ekelvieh gesehen, wo ich keine Ahnung habe, was das für ein Ding ist. Und mir läuft es immer noch eiskalt den Rücken runter, wenn ich an diesen Bums denke. So. Dann können wir jetzt hier einmal raus. Jetzt sind wir auf der anderen Seite. Jetzt müssen wir hier echt schwimmen, ey. Gut. Dann müssen wir den ganzen Weg wieder zurückschwimmen. Oh, bitte lass hier kein Vieh kommen. Oh. Oh. Ertrinken will ich natürlich nicht. Das ist eher unschön. Ich habe gerade ganz vergessen, dass wir Luft brauchen. Ich war so, ach ja, dann schwimmst du jetzt einfach da so hin. Aber wir brauchen ja Luft. Da war ja was. Schon tief runter. Knöpfchen drücken. Und wieder hoch, bevor wir ertrinken. Sag dich. So, jetzt können wir ganz entspannt nach rechts schwimmen und wieder in die Kopsel da rein. Denn die ist ja nur auf der anderen Seite. Perfekto. Guck mal, da ist er. Und da kommen wir jetzt wahrscheinlich auch rechts durch diese Tür da durch, oder? Ich sehe nichts. Ich sehe nichts. Och, da. Gut, ich sehe wieder was. Dankeschön. Das war eine unfassbar schöne Kameraführung. Nein, du sollst da rein. Danke. Hallöchen. Kommen wir jetzt hier unten durch? Nein. Okay, gut. Wir kamen auch vorher nicht da unten durch. Wahrscheinlich muss ich da wieder durchspringen. Dann muss ich einmal hier meinen Düsen-Dingsbums aufladen. Wuhu! Hui. Schön. Ausgezeichnet. Wo zur Hölle sind wir hier? Okay, hier müssen wir wahrscheinlich wieder mit roher Muskelkraft ran. Oder roher Maschinenkraft. Boom. Papa ist da. Oh, 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 oh. Da ist es, da ist es, da ist es. Was machst du? Was bist du? Was bist du? Hä? Oh, es kommt näher, wenn ich... Es kommt näher, wenn ich das Licht wegmache. Was bist du? Bleib ja weg. Was ist es? Ich will... Nein, bleib weg. Ich meine, immerhin ist es nur eins, ne? Ich hätte es nicht sagen sollen. Ich hätte es nicht sagen sollen. Ja, das können wir ja ganz gut in Schach halten hier. Oh nein, wenn gleich noch so ein Vogel auf... Nein, bitte spiel. Oh, die will aber. Die will. Die will, die will, die will, die will. Die ist ein bisschen schneller. Was macht die denn, wenn die bei uns ist? Will ich es wirklich wissen? Nein, möchte ich nicht. Möchte ich absolut nicht. Oh nein, ich wurde schon in den Kommentaren gewarnt vor einer Stelle, die ich bestimmt feiern werde. Ich glaube, es ist die hier. Ich glaube, es ist echt die hier. Bleib weg, du Elend. Was passiert? Wir müssen es einmal machen, okay? Ich muss einmal komplette Möhre gegen die. Rah! Nee. Okay, gut, da weicht die einfach aus. Nein, nein, das ist gar nicht so einfach, die Lampe auf der zu halten. Die Lampe leuchtet immer dahin, wo ich auch hinfahre. Bleib weg! Das war nah dran. Okay, warte, ich lade immer auf und dann kann ich ja in einem Rucks ganz schnell nach rechts. Ein bisschen Zeit gewinnen. Oben, nach oben, nach oben, nach oben. Kommt uns nicht nach, wollte ich gerade sagen. Wir kommen hier gar nicht weiter. Also nach unten und oben kommen wir. Die Lampe bleibt bei der tatsächlich. Nur wenn ich die Richtung wechsle, dann ist er nicht mehr. Oh, boah. Oh. Können wir die aussperren? Hier oben weiter? Ja, da oben kommen wir, glaube ich, weiter. Nein! Nein! Was hat die denn vor? Kommt die überhaupt rein? Kann die überhaupt irgendwas machen? Pass auf, ich gucke mal, ob ich da oben weiterkomme. Autsch. Huch! Oh! Halt bitte nicht! Nein! Die braucht ein bisschen Liebe und Zuneigung oder so. Ah, widerlich. Okay, ich glaube, da oben kommen wir aber weiter. Ui! Ui, die hat echt eine ganz schöne Geschwindigkeit drauf, die Alte. Geh mal weg, du Elend. Geh weg. Was ist, wenn wir da... Guck mal, das Ding wird doch da oben gehalten, oder? Was ist, wenn wir die da auf Trab halten, aufladen und dann da oben gegen? Nicht da oben gegen. Bleib weg, bleib weg, bleib weg. Ich wollte da so... Da gegen das Ding. Weißt du, wenn wir gegen die Planke da gehen, da könnten wir sie vielleicht aussperren. Ja! Oh, yes! Oh, ist jetzt hier oben auf? Nein, okay, da ist eine Wand. Huh. Wir sind frei. Sie ist weg. Was ein elendiges Vieh.
Was ein elendiges Vieh. Wow. Ekelhaftes Ding. Okay, das macht immer wieder unser Ding ein bisschen kaputt. Vielleicht sollten wir das nicht so häufig machen, weil ohne das Ding bin ich ein bisschen aufgeschmissen hier. Hui. Jetzt komm aber bitte nicht wieder zu uns. Das reicht mir, ehrlich, das reicht mir. Absolut reicht mir das. Aber haben wir ganz gut gemanagt. Haben wir echt ganz gut gemanagt. Oh ja, lass mich aus diesem Wasser raus. Lass mich da raus. Hüppa, boing. Raus, weg von diesen Viechern. Geh, lauf, lauf, weg. Oh. So, zu welchem Helmsklammburg kommen wir jetzt hier? Das ist ja tatsächlich ein richtiger Strand hier. Und du kannst mir nicht erzählen, dass die Viecher natürlich sind. Kannst mir nicht erzählen. So ein Vieh, das haben die gezüchtet. Vielleicht irgendeine Wache oder so, aber es war ja alles unter Wasser. Vielleicht war das Vieh der Grund, weswegen das hier alles so verkommen ist da unten. Rücken, aber fall da nicht rein. Genau das meinte ich. Autsch, das hast du überlebt? Ja, Chapeau an dich. Hallo. Da vorne steht jemand. Hallo. Hallo. Ah, das ist wahrscheinlich wieder so ein Zombie-Dingsbums. Ich weiß immer noch nicht, was das für Viecher sind. Die sind ja nicht aggressiv, die sind ja einfach nur kontrolliert. Hm. Was zur Hölle? Warum ist das hier so riesig? Versucht zu lauschen nach irgendetwas. Ab und zu kommt so ein dumpfe so. Uff. Hört er das? Es wären wir noch unter Wasser. Was ist das? Okay, hier können wir einen Hebel ziehen. Oder da irgendwas bewegen. Aber erstmal weiter nach rechts laufen. Gucken, was hier so ist. Was ist das? Was ist das? Hä? Will hier jemand rein? Hereinspaziert. Kommen Sie rein. Was zur Hölle ist das? Kann ich mit den Leuten interagieren? Nö. E-Boys muss ich wahrscheinlich irgendwie nach links holen. 19. Ist ein Countdown? Nee, ist einfach nur irgendwie Abteilung 19 oder sowas. Aber ich habe Strom angemacht. Perfekt. Was kann ich denn hiermit machen? Nach oben. Ah, ist ein Fahrstuhl. Gut. Dann fahren wir halt nach oben. Nach oben finde ich gut. Nach oben gefällt mir ziemlich, ziemlich gut. Was zur Hölle? Ich höre immer noch dieses... Uff. Scheinwerfer. Diesen Licht hier. Hier kommen wir nicht weit. Hier brauchen wir irgendeine Kiste oder sonstiges. Da oben rechts geht es dann wahrscheinlich final weiter. Okay, hier haben wir nichts. Wir erforschen erstmal ganz entspannt. Während hier irgendwas gegen diese Einrichtung knallt, immer wieder und wieder. Wenn die jetzt noch so riesen Zombie-artige Viecher hier gezüchtet haben, dann ist aber Schluss mit vorbei. Ah. Hallo. Kann ich das runterschieben? Nee. Kann ich das hoch machen? Nee, der hat keine Ahnung, was er damit machen soll. Ich kann es auch nicht ziehen, ich kann es nicht schieben, ich kann nicht hochklettern, ich kann gar nichts machen. Okay, da brauche ich wahrscheinlich andere Helfer für. Ich muss die Helfer irgendwie zu mir holen. Ich nenne sie jetzt einfach mal Helfer, weil mir helfen sie halt. die Gehorcher. Die Gehorcher. Das ist doch mal ein schöner Name. Die Gehorcher gefällt mir gut. Ja, wir wissen, was oben ist. Wir müssen wissen, dass wir da oben rechts weiterkommen. Wir wissen, dass oben links die Viecher sind. Jetzt müssen wir nur einmal gucken, was unten ist. Wir müssen ja irgendwie die Leute kontrollieren, denke ich mal. Nur wie? Oh, noch tiefer runter, Mann. Noch tiefer runter. Ja, wie tief denn noch, bitte? Reicht dann aber auch. Wir gucken erstmal rechts. Hallöchen. Oh, ein Lichtchen. Eine Kurbel, okay. Oh, da sind Spinnenweben dran, seht ihr das? Gut, da können wir nach unten fahren. Bevor wir das machen, schauen wir erstmal, warum wir überhaupt nach unten wollen würden. Eine Leiter. Okay. Da sind ganz viele Leute. Oh, guck mal, da vorne ist so ein Kontrolldingsbums. Okay. Wir kommen wahrscheinlich auch an der Leiter runter, aber ich fahre erstmal mit dem Ding da runter, weil warum die Leiter runtergehen, wenn man sich auch einfach runterfahren lassen kann. Obwohl, hier muss ich auch selber Muskelkraft anwenden. Gut, einmal runter. Schummidum. Im Kreis herum, im Kreis herum. Boah, der muss richtig, richtig Muckis haben, der Boy.
Ah, jetzt fährt das automatisch wieder hoch. Hm. Hat wahrscheinlich auch irgendwas mit Timing dann hier später zu tun. So, Licht funktioniert ein bisschen. Hallo, Freunde. Was macht ihr hier? Die machen ein bisschen so Keuchgeräusche, ne? Aber sind absolut nicht aggressiv. Das ist der einzige Weg, wie ich gerade weiterkomme. Ich muss ins Wasser. Arschbombe! Ich freue mich, ich darf ins Wasser gehen. Yippie-yay! Oh, ich ertrinke. Oh. Puh. Hier geht's aber nicht weiter. Okay, dann muss ich weiter runter. Ach nein, ey. Nein, ich will kein Wasser mehr. Ah, ich kann kein Meer mehr sehen. Oh, lass mich hier weg, lass mich hier raus. Oh. Warum komme ich jetzt auch nicht weiter? Oh, ne, ich habe nichts gesagt, Der Typ kann tatsächlich klettern. Ich hätte es ja nicht für möglich gehalten, aber er kann klettern. Kann ich hier irgendwie die Balken rausziehen? Nein. Shit. Sieht aus wie so ein Scheinwerfer da vorne. Aber da scheint nichts zu reagieren. Also, denke ich mal, dass die Anlage hier nicht funktioniert. Da ist so ein Recorder-Dings, ne? Hui. Und... Hui. Juppa. Jo, tatsächlich. Irgendwelche... Weiß nicht. Irgendwas wurde hier observiert, denke ich mal. Hoppa. Was mache ich jetzt hier? Ach, jetzt komme ich hier an das Ding da dran. Oh, ich kann die Leute hier holen. Huch. Oh. Huch. Hä? Wie cool. Hoch sollst du leben. Hoch sollst du leben. Dreimal. Hoch. Yippie-yay, Freunde für immer. Kommt mit, meine Sklaven. Gut. Die Lösung des Rätsels ist, glaube ich, offensichtlich. Ich will mich jetzt nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Aber ich muss selber hier oben dran. Und dann hole ich den Boys da vorne das Ding runter und nehme die dann damit hoch. Und dann habe ich die Leute, um oben den Käfig runterzuschubsen. Und dann habe ich Leute, um das Gitter da aufzumachen. Dann habe ich noch einen mehr, um keine Ahnung was zu machen. Die sind ja tatsächlich clever, ne? Die bleiben stehen. Die bleiben stehen und laufen nicht einfach weiter. So, einmal bitte. Yo, die haben richtig Bock auf mich. Oh, unangenehm. Unangenehm, wie die hier alle stehen. Warum lasst ihr mich eigentlich... Ich muss hier gar nicht. Ich kann ja auch einfach warten. Ja, ihr habt mich ganz so lieb. Ich weiß jetzt. Lasst mich gehen. Okay, wir sind jetzt alle zusammen in einem Aufzug. Alleine. Wo geht's hier links weiter? War ich noch gar nicht, oder? Was ist hier links? Ah, guck mal, eine Kette. Da könnt ihr mich doch bestimmt dran werfen, oder? Okay, da rieselt Sand runter. Warum sind hier so riesige Geräte? Zwei. In Abstrakt, in diesem Dings 2 war so ein Vieh. Nein. Ich will nicht. Ich weiß nicht, wohin damit. Über die Luke da? Keine Ahnung. Wohin mit dem Ding? Ich schiebe es erstmal hier vorne hin. Vielleicht müssen wir ja da rein oder so. Was weiß ich. Das ist ja hier echt ein riesiges zusammenhängendes Rätsel, ne? So, bitte einmal hoch. Ich muss da einmal dran und... Hoppa! Liebe Freunde, man sieht sich. Jawoll, ich komme da hoch. Schön, wo bin ich jetzt? Ich könnte jetzt da drauf. Aber was bringt es mir, da drauf zu sein? Da ist auch irgendwie so eine Anlage oder so. Oh, die haben das Ding wieder. Könnt ihr das bitte wieder mitziehen? Vielleicht will ich ja da rein. Ich sehe euch nicht. Aber bitte alle dran. Festhalten. Und ziehen. Die ziehen es nicht wieder mit. Ihr seid aber auch ein paar Körperklause. Jetzt sollt es mitziehen. Ich versuche die Ziehentaste zu drücken, aber sie machen es nicht. Warum zieht ihr das nicht mit? Die halten das nicht fest. Die halten das nicht fest. Warum haltet ihr das nicht fest? Was ist mit euch? Ich will doch da rein eigentlich. Hm. Warum ziehen die das nicht?
Merkwürdig. Ich laufe erstmal weiter nach rechts. Vielleicht kommen wir hier auch einfach ganz gediegen weiter. Nö. Warum ziehen die Leute das nicht? Was ist da los? Ist ja, ihr seid ja echt. Also man könnte meinen, dass ich vor denen weglaufe. Wir ziehen das Ding nochmal etwas ran. Also da oben komme ich ja weiter. Vielleicht kann ich meine Mütze auch irgendwie absetzen, damit die nicht automatisch mitlaufen. Weil eigentlich brauche ich die ja nicht mehr, ne? Obwohl doch, ich brauche die wieder, wenn ich dann da drin bin. Ich ziehe es erstmal ganz mit. Ich ziehe... Ah, okay, Lösung gefunden. Ich ziehe es erstmal ganz mit. Weil dann laufen die ja genauso weit mit, wie ich mitlaufe. So, ihr müsst mich einmal hier wieder hochhüpfen lassen. Und dreimal hochhüpfer. So, jetzt laufen die ja mit mir mit, logischerweise. Und jetzt ziehen die das Ding auch, also schieben das Ding auch automatisch genau dahin, wo ich es brauche. Und zwar hier genau unter mich. Perfecto mio, Leute. Ab geht die Post. Und jetzt schieben sie es automatisch weiter, weil die wollen ja zu mir. Und da ich weiter vorne stehe, laufen die so weit, wie sie können. Und jetzt ein gewiefter Sprung. Ui, ich hätte das nicht machen sollen. Das hätte einfach ordentlich nach hinten losgehen können. Kann ich das Ding auch absetzen? Nee, ich kann die Mütze hier nicht absetzen. Aha. Okay. Ah, ich kann einfach hochklettern. Ich wollte da schon wieder irgendwie durch. Nee, ich kann da einfach hoch. Wasser. Was will ich hier? Vielleicht solltest du nicht mit so einem Elektroding auf dem Kopf durch Wasser laufen. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das gesund ist. Also, falls da mal Wasser drankommt, da bist du ganz schnell eine Brutzelbirne. Ich meine, du bist jetzt schon schwarzhaarig, aber... Ach, hallo ihr da oben. Was kann ich für euch tun? Das war intuitiv. Ich habe keine Ahnung, was ich hier gemacht habe, aber es funktioniert. Okay. Ich denke, ich komme da oben hin, wenn ich das hier hochziehe. Die Kiste da drauf, auf die Kiste und dann kann ich gleich nach rechts springen. Wenn das funktioniert und ich es beim ersten Mal schaffe, dann... Nee, das funktioniert nicht. Schade. Schade. Irgendwas muss die Kiste doch hier machen. Weil so komme ich da nicht dran. Nee, never ever. Wie soll ich denn da dran kommen? Wenn ich auch einfach hochklettern komme, du bist doch so ein kleiner mobiler Boy. Nee, da komme ich nicht weiter. Was ist, wenn ich das hier ziehe, ohne drauf zu stehen? Nee, das funktioniert nicht. Kommt das höher, wenn ich gar nicht draufstehe? Wenn ich überhaupt gar nicht draufstehe? Ich meine, ich weiß nicht, was mir das bringen soll, aber... Ich komme es ja dann... Das kommt dann hoch genug, wenn ich gar nicht draufstehe. Muss ich irgendwie im letzten Moment mich draufstellen? Kalibriert das jetzt irgendwie, wie viel da draufsteht? Nee. Kann ich da drunter? Oh, ich habe eine Idee. Ich kann die Kiste da drunter schieben. Oh, das könnte die Idee sein. Zack dich. Dann kann ich von da aus starten. Das könnte dann reichen, tatsächlich. Oh, yes. Okay. Gut. Das dürfte reichen. Das reicht. Hoppa. Ah, hallo, Freunde. Willkommen in meiner Armee. Ja, wie cool. Kommt mal mit, Leute. Wir laufen zueinander. Die haben ja auch Bauarbeiterhelme und so auf. Die haben die bestimmt für irgendeine Arbeit benutzt. Seid ihr alle da? Jawohl. Also zu denen habe ich eine ganz gute Bindung, würde ich sagen. Wortwörtlich eine Bindung. Eine Verbindung. Ja, doch. Können wir jetzt eigentlich zusammen hier die Planke wegmachen? Ich weiß nicht, warum wir es sollten, aber... Das funktioniert schon mal. Jetzt komme ich da durch. Hä, warum? Huch. Ja, Leitern. Wie funktionieren nochmal Leitern? Ich hab's, vergessen. Warum soll ich... Wir haben da oben aber noch viel, viel mehr Rätsel. Warum soll ich jetzt... Ich weiß gar nicht. Ich bin total verloren, muss ich sagen. Ich weiß ja grob... Also bitte die Leiter benutzen, danke. Also grob... Wir haben da oben noch viel, viel mehr Rätsel. Ich dachte, ich wüsste jetzt schon, wie es weitergeht. Aber irgendwie sagt das Spiel... Jo, und jetzt kannst du hier hin, und jetzt kannst du hier hin, und jetzt kannst du hier hin. Wohin? Okay, mit dem Elektroding durch Wasser laufen scheint gar kein Problem zu sein. Kann ich die Fackel nehmen? Huch. Die haben bestimmt Angst vor Feuer. Ich setze jetzt einfach mal alles aufs Ganze. Na, jawohl. Schiss, hä? Hä? Hast du Schiss? Oh. Ja, toll. Tolle Wurst. Guck mal, da hinter mir. Wie er langsam angeschissen wird. Nein. Oh. So nicht. Und alles für dieses Ding da. Nein.
geh weg. Nein. Geh weg, geh weg, geh weg. Nein. Nein. Oh, okay. Kacke, kacke, kacke. Okay, das scheint anscheinend echt nur anscheinend echt nur ein Secret zu sein. Muss ich aber nicht nochmal von ganz vorne machen. Nee. Okay, nein, ich kann die Fackel ruhig nehmen. Nein, nimm die Fackel. Wir müssen die Secret holen. Ich habe bestimmt schon einige verpasst, aber das müssen wir holen. Die Herausforderung nehme ich an. Geh weg. Geh weg. Geh weg, geh weg, geh weg. Den hinter mir hat der Respekt. Oh nein. So, guck mal, wie er den läuft. Ja, das hat nicht ganz so gut funktioniert. Wir sind schon wieder ein bisschen über der Zeit. Aber ich muss die Secret noch holen. Dieses Secret muss ich noch holen. Das muss noch sein, sorry. Das muss auf jeden Fall noch sein. So, wir müssen ja eigentlich nur ein richtiges Timing haben, das Ding da wegzuschieben. Wir müssen nur genug Platz machen. So, ihn ganz wegscheuchen, dass er sich umdreht. Dann noch einer an. So, da vorne jetzt wieder wegscheuchen. Dass er euch umdreht. Er kommt da schon wieder angelaufen, kann direkt wieder zurückgehen. Nein, nein, weg mit dir. Nein. Ja, ich hab's. Huch. Ach, schön, ich muss es nicht wieder zurücklaufen. Nice, 3 von 14. Ich habe bestimmt schon so viele verpasst. Aber schön. Cool. Gefällt mir. Hier ist keiner mehr. Interessant. Vielleicht kann ich die Fackel auch einfach mitnehmen. Das wäre ja mega. Dann hätte ich eine Fackel. Ich bin der Fackelläufer. Olympia, ich komme. Ja, schade drum. Okay, dann klettern wir hier diese unendliche Treppe nochmal hoch. Und dann würde ich sagen, schauen wir mal, wie wir dieses Rätsel in der nächsten Folge lösen. Das scheint ja echt ein riesiges zusammenhängendes Rätsel zu sein hier. Guck mal, da vorne warten schon unsere kleinen Bauleute. Oh, sorry. Sorry, Günther. Geht's dir gut? Nimmst den Tag frei morgen. Okay, gut, alles klar. Dann vielen, vielen Dank fürs Zugucken und warum fassen die mich? Vielen Dank fürs Zugucken und bis zum nächsten Mal bei den Village People. Tüdelü.